Hallo, ich meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen im Landwirtschaftssimulator 22. Ich bin die Maritzel und wir befinden uns heute auch wieder auf der Ostseeküste. Mann, schon wieder Zungensalat am Anfang. Ich habe mir schon mal meinen Traktor da vorne zurechtgestellt, denn der sollte mir meinen Schwader nach Hause holen, der noch an der 40 steht. Und das werden wir gleich mal veranlassen. Mein Guter, erstmal die Anzeigen an. So. Du fährst mir jetzt zur 40 hoch. Feld Nummer 14. Nee, das ist eine Wiese, kein Feld. Moment. Das gibt ja hier so viele Wiesen und deswegen habe ich das separat. Und ab mit dir. Du findest deinen Weg. So, da werden wir uns mal durchschalten. Dich brauche ich nachher auch gleich. Genau. Kann dich eigentlich schon mal mitnehmen. So. Denn wir werden das erste Mal aus unserem Gewächshaus die Sachen verkaufen. Aber da fällt mir gerade was ein, da sollte ich vorher noch was machen. Okay, dann lasse ich dich mal kurz hier stehen, mein Kleiner. Mein kleiner Großer. Oder großer Kleiner. Ja, es ist der mit etwas Stärkere. Okay. Ich habe nämlich hier Waren ausgelagert aus den Gewächshäusern. Aber ich schalte den Guten nochmal aus. Ich muss erstmal noch was bauen. Das ist besser. Da kann ich ein bisschen besser und ein bisschen mehr Geld verdienen. Also gehen wir mal ins Baumenü. Und da muss ich natürlich auch noch ein bisschen wandern. Und zwar in diese Richtung hier rüber. Jetzt muss ich erst mal gucken. Ja, die Ansicht ist wieder ein bisschen doof. Da kann man das nicht so richtig wirklich ausmachen. Wo ist jetzt der Hof gelandet? Wo war ich jetzt hier? Da drüben. Okay. So. Da ist das. Ja, jetzt haben wir es. Da ist die Bäckerei. Hier muss ich vor. Und zwar habe ich ja hier eine Baufläche vorbereitet. Und da werde ich mir jetzt den Bauernmarkt hinbauen. So. Verkaufsstationen. Jetzt will ich mal gucken. Das hier ist der Bauernmarkt. Ich glaube, der nimmt so ziemlich alles an hier. Jawohl. Ich habe aber... Was ist das hier? Ach, das ist noch ein anderer Markt hier. Der sieht nur genauso aus. Aber ich glaube, der nimmt nicht das gleiche an. Ach, und den Schwarzmarkt haben wir ja auch noch. Ach, der ist dem identisch. Okay, nee, dann nehmen wir den Bauernmarkt. Ich will schon, dass sie alles annehmen, was wir ja produzieren, ne? So, wie läuft das jetzt? Ich muss erst noch schauen hier. Ich würde sagen, den stellen wir hier so ein bisschen hinten hin, vielleicht leicht schräg. Ja, ich würde sagen, leicht schräg. Aber ich bin ja nicht ganz sicher, ob ich den ja... Ich glaube, ich stelle den besser auf die Seite. Ja, ich glaube, hier ist das vernünftiger. Da brauche ich ihn auch gar nicht so sehr schräg stellen, nur ein bisschen und so dafür sorgen, dass der angefahren werden kann. Okay. So, den haben wir schon mal gebaut. Dann gibt es hier noch... Was ist das hier? Eiermarktstand. Ich glaube, den habe ich überhaupt noch nicht gebaut. Irgendwie, also das fällt... Das Zelt gefällt mir so ein bisschen besser, aber wir haben hier auch noch eine Biobude. Die könnte dem Bauernmarkt ein bisschen Konkurrenz machen, ne? Und das werde ich mal mit dazu nehmen hier. Wo muss der angefahren werden? Ach, hinten. Okay, dann werden wir den mal nicht ganz so weit in die Nähe setzen dort, sondern ein bisschen separat hier vielleicht eine Art kleinen Markt errichten.
würde ich mal sagen. Ja, den baue ich mir mal hier hin. Okay, den haben wir auch. Und das war dieser kleine Eisstand. Der gehört auch mit auf den Markt, würde ich sagen. Oder nee, den können wir auch am Bauernmarkt hinstellen. So habe ich das auf der Marsch gemacht. Das hat sich eigentlich da ganz gut gemacht. Den werde ich hier hinpacken. Das ist in dem Fall jetzt aber auch ein Mod, den ich beliefern kann. Den gibt es auch als Deko. Aber ich nehme den mal. Da kann ich nämlich auch was anliefern. Wie ich sehe, Zucker, Erdbeeren und Milch. Das ist gar nicht so verkehrt. Ich würde sagen, dann stellen wir uns mal hier an die Seite. So. Und hatte ich noch irgendwas, was hier dazu passen könnte? Verkaufshütte ganz groß haben wir auch noch, genau. Die ist ja auch immer ziemlich, ja, die passt mit zum Markt, würde ich sagen. Na, so, jetzt aber. Werden wir den Leuten hier im Dorf mal so ein bisschen eine Art Einkaufsvergnügen bereiten, ne? Ich werde das mal nicht allzu weit dran, aber hier daneben packen. Ich würde sagen so. Okay. Jetzt muss ich mal schauen. Ach hier, den kleinen Markt hatte ich noch. Das ist dieser niedliche Marktstand, der gefällt mir einfach auch. Und den integrieren wir hier natürlich auch noch. So. Gut. Die Kartoffelkiste, die könnte ich bei mir am Hof noch aufstellen, aber das lasse ich jetzt mal. Das Zeug kann ich auch, ich denke mal, das genügt. Das reicht aus. Ich müsste höchstens noch mal kurz unter den Dekorationen schauen. Da war noch was, was man mit dazu nehmen kann. Das ist aber gar nicht so einfach, jetzt erstmal das sofort zu finden. Ich gehe mal unter Sonstiges. So. Was ist denn das hier eigentlich? Ach, das war diese kleine Garage. Okay. Gut. Muss ich mal eben durchscrollen hier. Ja, den Grill, den konnte man hier noch ganz gut gebrauchen. Und zwar vorne am Bauernmarkt. So. Na, nicht direkt am Eisstand, ne? Ich denke mal, das wäre kontraproduktiv. Den stelle ich mir mal hier hin, da mache ich dann später noch was draus. So. Ah, hier sind die anderen Stände. Da, dieser kleine Imbissstand, den gibt es also nur als Dekoration. Und den nehme ich hier mit dazu. Das passt sehr gut. So. Und dann habe ich noch diesen Postkartenständer. Der gehört hier mindestens genauso hin. Den muss ich mir aber erst rausfischen hier. Aber das macht nichts, das kriegen wir hin. Nee, da habe ich noch was Besseres. So. Das ist auch ganz nett. Das passt zu einem Bauernmarkt. So.
Na, so, jawohl. Natürlich auch auf die andere Seite. Nur mal hier am Eingang nicht ganz so viel. Mal hier hin. Wie habe ich das dort? Ja, genau so. Okay. Jo. Hier ist der Eisstand nochmal als Deko. Aber den habe ich jetzt aufgebaut, wo ich auch abliefern kann. So, jetzt müsste das langsam mal hier vorkommen. Ja, hier, jetzt. Das wollte ich. Das sieht einfach hübscher aus mit diesen kleinen Decken dabei hier. Und Kissen auf dem Stuhl und so, ne? Das macht doch was her. So, da werden wir mal eine kleine Ecke hier kreieren dafür. Ich würde mal sagen, ja, vielleicht nicht ganz so dicht. Oder drehen wir den mal um. Die müssen dann ja alle gleich stehen oder ein bisschen schräg. Ja, so vielleicht. Genau, und hier haben wir noch so einen Zweier. Den stellen wir hier noch dabei. So. Okay. Ich werde die fertig, also die restliche Dekoration dann später machen. Hier ist jetzt der Postkartenständer. Den fand ich immer klasse. Der passt einfach perfekt. So, und hier könnte man vielleicht noch zwei Bänke hinstellen. Genau. Da kann man da sein Eis essen, wenn man das möchte. Und hier kann man auch noch seine Post einwerfen. Wo stelle ich den hin? Vielleicht auch hier am Eingang irgendwie. Ah, das ist schon die Vorderseite. Okay. Bin gerade am Überlegen, ob das der richtige Ort ist. Eigentlich eher nicht. Ich stelle das mal hier an der Seite mit hin. Na, es ist zu weit drüben. Na komm, wir stellen es doch hier hin. Ist in Ordnung. So. Gut. Das hätten wir dann soweit. Hier kann ich die Sachen jetzt also abliefern teilweise. Hier kommen nachher noch andere Sachen hin. Das ist noch nicht alles hier, ganz klar. So, raus aus dem Bereich und jetzt geht's auch schon mal hier weiter. Ah, da ist wieder ein Schiff in der Nähe. Man hört's deutlich. So, den muss ich jetzt erstmal umstellen auf Paletten. Fällt mir gerade mal eben ein. Wir hatten ja erst gerade Paletten damit befördert. Ballen befördert. Paletten brauche ich jetzt. So. Quaderballen, Quaderballen. Doppelte Länge. Lade in Fässern. Oh, was? Vierfach-Euro-Palette. Gibt es auch die einfache oder war das jetzt? Palette mit Metall. Das ist die richtige. So. Die brauchen wir jetzt. Und schon ist das erste schon aufgeladen. Jetzt werden wir mal gucken, dass ich die restlichen auch noch kriege. Jawohl. Und jetzt fahren wir hier mal vorsichtig durch, ohne die wieder zu verlieren, die Erdbeeren.
Ich habe hier noch Salat stehen. Ja. Gut, den haben wir eingesammelt. Und jetzt fahren wir hier lang. Wir haben nämlich noch Tomaten. Die stehen hier und warten auf die Abholung. So, Eier, es lohnt sich noch nicht. Das lasse ich noch einen Moment. So, da wollen wir mal gucken, dass wir das jetzt befördert kriegen. Die Automatik ausschalten. Ja. Das sieht doch ganz nett aus. Kunterbunt beladen. Na denn, ab geht's. So, wenn ich von Hand fahre, kann ich auch direkt über den Hof. Da brauche ich nicht hier links rum den Umweg fahren. So, ich würde sagen, ich mache hier mal ein kleines Foto, das können wir gut gebrauchen. Nachher, ach nee, was habe ich denn jetzt gemacht? Aufsammeln, das war die falsche Taste. So, jetzt stimmt's. Okay. So geht es nicht. So, da bringen wir mal die erste Ladung von unseren Gewächshäusern zum Markt. Ich habe das jetzt natürlich noch nicht eingefahren, aber das macht jetzt nichts. Wir beliefern jetzt einfach mal unseren Bauernmarkt. Das kann ich immer noch einfahren. Jetzt wollen wir erstmal vorwärts kommen hier. Sachen werden dankbar angenommen, wie man sieht. Dann können die Leute hier einkaufen. Ja, na, der Rest noch? Jetzt. Gut. Dann kannst du nach Hause fahren. So. Fahr du mal schön einparken. Wir haben, ach ja, hier die Mission. Die ist auch fertig. Da werde ich den jetzt hier noch eben losschicken. Jetzt muss ich überlegen, wo kam denn das hin? Das muss jetzt erstmal kurz. Landhandel Hager war das. Ah ja, genau. Landhandel Hager. Ach, da steht es ja auch. Gut, das hier brauche ich jetzt erstmal nicht. Wir bringen das mal eben zum Landhandel Hager. Der hat hier fertig geerntet. Das war kein voller Anhänger hier. So, ich würde mal sagen, da schicken wir den jetzt mal hin. Und dann können wir nämlich diese Mission auch abschließen.
Findest du den Ausgang? Das war ja hier so ein bisschen kompliziert. Da musste ja die Firma kostenlos und dreist antreten. Die habe ich angerufen. Hier an der Ecke musste ein Baum weg und der wäre nämlich genau jetzt im Weg. Da würde der Anhänger garantiert dran hängen bleiben. Hier auf der linken Seite hatte ich den weggenommen, den Baum. Und das fällt aber überhaupt nicht auf. Es ist so schön geblieben, wie es war. Naturmäßig gesehen und baummäßig gesehen. So, dann kann der mal weiter düsen. Ich behalte die beiden Geräte noch. Ich will mal schauen, dass ich noch eine andere Mission annehme. Und hier habe ich meinen Traktor hingeschickt. Den werde ich gleich mal persönlich bedienen. Denn auf der anderen Seite von diesem Feld oder von dieser Wiese habe ich noch meinen Schwader stehen, der hier alles fein geschwadet hatte. Und so konnte ich die Ballen verdammt klasse einsammeln und vor allen Dingen sehr gut pressen. Ja, das Einsammeln war ja wie eine Gaudi, ne? Der kleine Traktor hat sich ja wieder sowas von durchgeboxt. War schon nicht schlecht. So, du kannst nach Hause fahren. Zum Hof. Du kannst auch parken. So. Und der andere, wo ist der? Ja, der ist schon angekommen. Du bleibst erstmal hier stehen. Da muss ich erst noch gucken, was ich da anstelle mit dir. Und wo ich dich hinschicke. Vielleicht nehme ich auch eine ganz andere Mission an und dann ist der eh weg. Denn mit dem Schneidwerk da durch wieder und dann zu dem Schneidwerkswagen gelangen, das ist auch so ein bisschen frickelig und nicht ganz einfach dort. Der Wagen steht an der Straße. Den hatte ich ja dank meines guten Frühstücks und meiner Muskelkraft von Hand gezogen. So, das ist schon mal klasse hier. Das funktioniert. Ah, der kippt nach Seite ab. Da ist wahrscheinlich auf automatisch. Okay, künftig haben wir 20% Rabatt, wenn wir dieses Feld kaufen. Gut verdient und Bonus bekommen. 413.000, das ist nochmal eine feine Sache. Ich muss mir überlegen, was ich dafür anschaffe. Ich weiß es noch nicht. So, du fährst jetzt mal bitte zu meinem Hof nach Hause. Ich muss mir erstmal überlegen, was ich mit dir noch mache und ob ich dich noch brauche. Du fährst einfach mal zum Hof. Wartepunkt. Denn für dich gibt es ja bei mir zu Hause keinen Parkplatz, weil du mir ja nicht gehörst. Aber das macht nichts. So, jetzt werde ich mal gucken. Oh, die Zeit ist schon wieder um. Dann werde ich mal, ja, wir sind gerade angekommen hier. Das ist prima. Ich springe ab. Dann klappt das ja gerade. So, meine lieben Zuschauer. Dann bedanke ich mich jetzt ganz, ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gern einen Daumen da. Und ich freue mich natürlich auch schon auf eure Kommentare unter dem Video. Ich freue mich aber genauso sehr über jedes Abonnement, denn alles zusammen hilft mir dabei, meinen Kanal vorwärts zu bringen. In dem Sinn sage ich jetzt erstmal Tschüssi für heute. Macht's gut, passt gut auf euch auf und bleibt bitte gesund. Ich sag mal nun bis zum nächsten Mal, eure Maritzl.